Ein wilder Tag, ein noch turbulenterer Ausstieg, ich auf dem Weg zur Arbeit und komischerweise nicht allein. Ich bin ziemlich spät dran und trotzdem stürze ich mich in mein Abenteuer. Und zwar stürze ich in das Abenteuer des Fahrstuhls. Ein Fahrstuhl, der mich eigentlich zur Arbeit bringen soll, aber das Problem ist, bei diesem Fahrstuhl, er ist nicht wie der andere Fahrstuhl. Er ist geplündert worden von Piraten. Nein, ich muss diesen Fahrstuhl überstehen, wie schon damals vor vielen Jahren. Wann haben wir das zuletzt mal aufgenommen, Thomas? Weiß ich gar nicht. Ich glaube vor 3-4 Jahren irgendwann. Aber wie es eben auch sei, ich begrüße euch herzlich zu Mighty Magic 6. Nicht. Ich begrüße euch herzlich zu Garry's Mod. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Heute mit dabei habe ich so Pepsi's Breakout. So ungefähr geht der. Ja, ich habe den Wurschtel habe ich wieder mit dabei und den Killing habe ich mit dabei. Ja, guten Tag, beiden. Wir wollen jetzt nämlich ganz gemütlich Fahrstuhl fahren gehen. Und ja, so eine Fahrstuhlfahrt, ihr kennt das ja, die hat manchmal ganz schöne Überraschungen zu bieten. Nun ja, dafür bieten wir aber nicht sehr viel Können an. Nein, wir müssen einfach nur Fahrstuhl fahren. Wir fahren auch gleich los. Der Fahrstuhl schließt sich. Und ja. Und jetzt passiert nichts. Jetzt haben wir Fahrstuhl. Oh, die Tür ist zu. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Jetzt fahren wir jetzt auf Fahrstuhl. Und ja, was soll ich euch sagen? Es geht uns gut in diesem Fahrstuhl. Es läuft schöne Musik hier. Und ja, manchmal ist es einfach diese Situation, in der man sich befindet, wo man einfach im Fahrstuhl ist und darauf wartet, dass etwas passiert. Natürlich werden wir nicht gleich von Anfang an ganz oben ankommen, an unseren Büroplatz. Nee, da werden bestimmt auch andere Leute einsteigen. Da werden bestimmt auch einige Dinge passieren. Ich glaube nicht, dass das ein ganz normaler Fahrstuhlaufenthalt wieder werden wird. Meine lieben Freunde. Tja, seid ihr denn schon mal Fahrstuhl gefahren, ihr beiden? Ich noch nicht. Noch niemals! Aber schon allein diese entspannende Musik hier. Ja, also ich fühle mich, fühl mich hier auch wirklich sehr wohl gerade. Also ich finde es auch schön, dass ich hier. Ich bin voll entspannt. Ja, ich finde es auch. Oh. Oh, da passiert was! Jo. Ja, oh, Katzen! Katzen! Das ist so ja, Katzen! Nicht. Ja, weil du Episode 2 nicht hast. Das sind nur Katzen. Oh, ja. Das ist Pepsi, ja. Okay. Ja, okay. Das war gerade unser Sponsor von Pepsis Playground. Achso. Katzen Live Entertainment. Ja, was braucht ihr für diesen Source Mod? Ihr braucht an sich den Garry's Mod, ihr braucht Half-Life 2 und bei manchen Situationen wäre Episode 2 auch nicht schlecht, aber das ist nur bei den manchen. Wie hier jetzt gerade ist sowas benötigt. Bei den Katzen zum Beispiel. Ja, wobei ich muss ja ehrlich zugeben, also wir spielen nur mit dem Source und Garry's Mod, wobei ich natürlich noch ein paar mehr Mods drauf habe als Wuschelchen. Wir nehmen das aber auch nur aus meiner Sicht auf. Und dementsprechend ist sie zwischendurch irritiert, weil ihr ein paar Dinger fehlen und dann steht da Error. Und dann sag ich einfach nur... Ey. Okay, sehr gut, Thomas. Dankeschön dafür. So gut ich kann ohne Kopf husten. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Und da haben wir also... Das ist ein Vier-Spieler-Platz ist das hier. Und wo diverse Leute hier anscheinend mit draufkommen, einfach so. Dann kann hier irgendeine random Person einfach mit hier reinspringen. Oh, da passiert was. Ernsthaft? Sehr cool. Ich finde, ich fühle mich hier. Aber ich frage mich, wie sowas überhaupt in einem Fahrstuhl passt. Warum passiert denn hier sowas? Meine, wie soll man denn mir diesen Fahrstuhlaufbau erklären? Ey, was müsste sich ja dabei gedacht haben? Ich würde da gerne mit bei. Ich würde ja am liebsten aussteigen. Oh, wie geil. Ja, einfach mal so reingehen in die Welt. Ne? Ja, einfach so reingehen und dann mal so einfach mal gucken, warum das hier so sind. Dann mal gucken, was die da machen. Ich meine, die werden ja ihren Grund dafür haben, dass sie hier gerade so feiern. Ja, die haben sicher einen guten Grund, dass ich meine, es ist Wochenende, ne? Ja, okay, stimmt. Da kann man hier auch nicht auf die Kacke hauen. Ist richtig. Ich habe aber eben mal gehört, ich mache bei mir tatsächlich einmal kurz den Spielsound noch ein bisschen lauter, damit man tatsächlich hört, was da teilweise für Musik hängt. Oh, HS Game hat zu uns gefunden. Es ist HS Game mit dabei. Doch immer HS Game ist. Hallo, HS Game. Hi, Sylt. Okay. Okay, also wir sind jetzt auch mit dabei. Wir haben jetzt HS Game mit dabei, was auch immer er hier möchte. Aber er will jetzt anscheinend hier mitfahren. Naja, das ist jetzt HS Game. Wer auch immer das ist, ist jetzt mit dabei. Ey, ein random Typ aus Amerika bestimmt wieder. Ja, vor allem wie krank, also dass sie hier wirklich freiwillig Menschen diesen Mod antun. Ja, das ist wahr.
Oh, 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 spannend. Oh, ich muss mich beeilen. Was passiert? Was macht der? Bei mir sieht man schon ein bisschen lila auf dem Boden. Da fehlt mir tatsächlich eine Textur. Es ist der geheimnisvolle Detektiv. Er steht an seinem Fenster und es ist ein weiter regnerischer Tag gewesen in seinem Bürojob. Das war nicht unser Büro. Das ist das Büro von einem sehr, sehr depressiven Mann. Ein Mann, so sieht's aus, der schon vieles gesehen hat. What? Ein Mann. Klatscht? Ein Mann. Das klatscht hier gleich, ja? Der. Was klatsch ich denn? Nichts mehr zu verlieren hat. Mit E kannst du, glaube ich, klatschen. Aber manchmal klatscht man und manchmal nicht. Da muss ich doch glatt mal husten. Ja, hier, warte mal, hör mal die Hintergrundmusik. Ja! Es ist so schön! Yeah! Das ist fast so gut wie ein Kind gebären. Redest du? Fahrstuhlfahren ist wie ein Kind gebären? Ja, ich meine, ist auch ein Auf und Ab. Ja, das stimmt allerdings auch. Das haben wir letztes Mal in der Baby-Geburten-Simulator gesehen, Dingens. Ja, das ist ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, das ist ein Auf und Ab. Immer erst drücken und wieder einatmen. Du musst dich immer daran erinnern. Weil sonst und macht sie es nicht. Und durch den Darth Vader machen und Drogen spritzen. Ja, genau. Weißt du, das Kind kommt auf die Welt erst mal, ja, nimm die Drogen. Einfach erst mal, willkommen auf der Welt. So läuft das hier. Los, nimm das, du Stück. Oh, passiert was? Ich dachte zumindest. Das gehört zur Musik, dieses Klingen. Ja. Das ist so schön. Oh! Ah, was? Hier war mal wohl eine Wand. Ja. Oh, da hängt ein Zettel dran. Kann man es lesen? Ja. Spanne weg. Dear players, I didn't actually want to port over all the necessary Gmod Tower content to make this work, so enjoy this photo of GMT Suits. Ich sag so, Mr. Soambazu. Ja, vielen Dank für dieses nette Foto, würde ich sagen. Ja, wunderschön. Das ist schön, das hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Das, so beautiful! Das, es ist so schön! Ja. Sag mal, seid ihr krank hier? Ist das ein Seuchenfahrstuhl, oder? Ja, also ich bin wirklich noch relativ kränklich, also... Was soll ich machen, ey? Also, oh mein Gott, yes! Böp. Böp. Ja, guck mal, ich hab mich bei dir angesteckt. Ich hab den Kopf verloren. Got a mission! Ah. Er reagiert nicht. Ja, nee, er hat einfach keinen Bock, ey. Ja, er hat einfach keinen Bock, ey. Yeah, woo, Ferkel. Oh, jetzt, ja, jetzt ist er böse. Und wie ihr sehen könnt, haben wir momentan Viertel nach eins. Und wir kommen langsam, ich weiß nicht, ob wir es noch rechtzeitig zur Arbeit schaffen. Es wird ein bisschen knapp. Es könnte ein bisschen schwer werden. Jetzt ist die Frage, welches Viertel nach eins haben wir? Haben wir mitten in der Nacht oder haben wir mitten am Tag? Oh, oh. Oh, oh, die Dunkelheit wacht. Oh nein! Wow. Oh, oh. Oh, oh. Die ganze Wand verschwindet. Alles ist nicht mehr da. Nichts ist so, wie es mal war. Aber man kann nicht runterfallen. Kann man nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein, alles dunkel. Es ist so dunkel. Was? Und jetzt kommt wieder fröhliche Musik. Und wieder entspannte Musik. Yeah. Ja. So, also meine Uhr sagt, es ist 5:12. Es ist eine Stella-Uhr. 5:12. Ich laufe hier die ganze Zeit so rum. Yeah, Uhrman, Uhrman. Ich präsentiere Ihnen hier das edle Design einer Stella-Armbanduhr. Wir haben es ganz schlicht in Silber gehalten, mit einer glanzvollen Optik. Ja. Wir verzichten hierbei ganz auf Schmuck jeglicher Art und haben einfach eine Textur eingefügt. Das ist richtig. Aber weißt du, was das Besondere an dieser Uhr ist? Na. Du kannst diese Uhr an die Wand schmeißen und sie geht kaputt. Ja, und die ist besonder, ganz besondere Uhr. Die gibt's nicht gratis, die gibt's nicht für 5 Dollar. Nein, sie gibt's extra für sie im Sonderangebot für 2 Geld 80. So, Lisa ist da. Lisa, ja, schön. Hi, Lisa. Wow. Schön, dass er sich in diesen Fahrstuhl trifft hier. Weißt du, Lisa kommt auch mal vorbei und will natürlich gerne bei uns mitfahren. Also, Lisa, schön, dass man sich trifft. Schön, dass man neue Leute hier auch mal in seinen Fahrstuhl mit reinbekommt. Sie hat so einen leicht asiatischen Ton, wenn man das so man sieht. Ich glaube, ja. Ich glaube, wusste ich sie doch direkt mal an. Ich glaube, sie kommt aus dem Taiwan. Sie hat so einen Blick drauf, so, oh, der Nächste wäre ja gewaltig. Okay, jetzt ich glaube, sie hat dieses Spiel hier gemacht. Okay. Bist du dir sicher? Also, sie scheint ja ganz normaler Mensch zu sein, wie wir auch. Oder sie spielt hauptberuflich StarCraft. Das kannst du auch haben, ja. Südkoreanische Superhacker-Gamer. Das könnte sein. Will ich ja so nicht ablehnen. Das kann natürlich sein. Sag mir mal, wie spät das ist. Guck, los. Hab ich Armbehaarung? Lisa will nicht. Lisa, du bist aber sehr still, sehr still. Lisalein.
Nun pack doch mal deinen Busen an! Was? Ihr könnt diese Stille nicht genießen hier im Fahrstuhl. Ja, man kann ihr nicht mit euch in Ruhe Fahrstuhl fahren, ohne dass ihr gleich wieder durchrede. Okay. Warte mal. Was? Wir machen jetzt den erfolgreichsten Part. Bis zur nächsten Türöffnung. Leise. Okay. Schön. Oh, wer kommt da? Da kommt Man. Rai kommt. Rai. Ja. Okay. Das ist schon. So, jetzt kommen wir nochmal auf unsere Challenge zurück. Wenn die Tür sich schließt, dann sind wir alle leise, bis die Tür sich wieder öffnet, bitte. Was? Ja. Was? Ja, das will ich jetzt von euch erwarten. Das ist ja wohl machbar, ne? Okay, einmal. Einmal die Klappe halten. Einmal. Aber nur wenn gute Musik kommt. Aber nur wenn gute Musik kommt, ja. Kann ja nicht wahr sein, dass ihr hier die ganze Zeit auf dem Fahrstuhl fahren würdet, ihr auch nicht die ganze Zeit durchgängig reden. Doch. Definitiv. Musik ist scheiße, aber die lohnt sich nicht. Okay, nee, also. Okay, das ist ein bisschen anders. Können wir weiter durchdrehen? Dann können wir weiter durchdrehen. Ich kann meine Füße sehen, darüber bin ich sehr froh. Aber wie wir sehen, wird der Fahrstuhl langsam voller. Ja. Wenn ich so an mir runtergucke, das sieht aus wieder wie eine blutige Windel. Und ich sollte ganz schnell mal den Tampon wechseln. Ja, definitiv. Bei mir sieht das so aus. Du musst mal mit der Uhr laufen, die ganze Zeit dabei nach unten gucken. Das sieht total behämmert aus. Ja, gaga. Das sieht total bescheuert aus. Eine Uhr rumlaufen, nach unten gucken. Warte, ich habe nicht mal einen Kopf. Oh. Das macht bei mir nichts, ob ich nach unten gucke oder nicht. Ja. Ja. Ich hab einfach nur einen Stumm. Ach man, Lisa. Oh, schön, dass der Fahrstuhl voller wird. Schön, dass Lisa auch da ist hier und weißt du. Und HS Game 13. Oh. Okay, der will uns was vorspielen. Er hat gar nicht mal Augen. Er hat seine Pupillen weggedreht. Deine Hände aussehen. Oh, er spielt so schön das Lied vom Tod. Ja. Ein leises Husten auf meinem. Das war's. Ich fand die Melodie sehr schön. Wollte ich nur mal sagen. Was ist das? Yeah, gute Hintergrundmusik. Die Musik kommt die ganze Zeit von links, egal wohin ich mich drehe. Das irritiert mich. Da! Geht nicht weiter nach rechts. Das ist total stereotastisch. Okay. Was ist denn jetzt mit Rai? Rai hat seine Augen total nach oben gezogen, sehe ich gerade. Jetzt ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh Gott, er sieht aus wie so ein Zombie. Ja, können wir mal einen Exorzisten rufen? Das scheint nicht ganz normal zu sein. Ich meine auch, das mit den. Ich meine, er kommt gerade vom Schwimmen, weil er gerade vom Strand kam. Aber warum gucken seine Augen so nach oben? Aber das verstehe ich wiederum nicht. Was soll das? Man weiß es nicht. Man wird es niemals erfahren. Ja. Lisa, ey. Leisa. Ja. Und Rai. Leise. Ja. Zusammen werden sie leise rollen in HS Game 13. HS Game 13, frag mich, wer das ist und wo der herkommt. Ich frag mich eher, da er alleine ist, hat er keine Freunde. Wie? Was erwartet uns? Sugar kommt! Sugar. Kommt einfach so ein Knastdistrikt hier rechts und links. Kann man vor links mit anfangen, vor die Pennergrube. Ja, vor allen Dingen witzige Errors bei mir mit. Kabel-Error. Da hinten sind rote Flasche in der roten Korb. Okay, jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. Nein, sind wieder weg. Okay. Sie sieht ein bisschen verstört aus. Ja. Sugar. Ja, stimmt, sie ist ja. Ihre Augenbrauen zucken die ganze Zeit irgendwie. Ja. Ihre Augenbrauen zucken die ganze Zeit voll bekloppt. Das ist ziemlich gruselig. Warum tut sie das? Und wo guckt sie hin? Wieso guckt. Was sieht sie da? Hat sie irgendwas. Du bist. Weißt du was, Matze? Ich glaube, sie ist im Kopf größer als ich. Ja, das glaube ich auch. Mann, dummes Husten. Ich kann auch husten. Ich habe irgendwie gerade gebitch-slapped. Ich weiß noch nicht, womit. Gebitch-slapped? Ja. Ey, das gibt dir gleich mal die Haushälterschelle. Ja. Die Haushälterschelle. Wie macht ihr das? Das gibt mir immer nicht. Mit R. Drück mal R. Ach, die Nachladetaste, okay. Ach so. Alter. Wieso batschen wir uns jetzt eigentlich? Weil wir Oh, was kommt jetzt? Oh. Ich möchte hier bitte aussteigen. Ja, hier kommt doch niemand. Ne? Das ist eine Fabrik, ich glaube. Guck mal da hinten. Da steht eine Industrial Renovation. Und da hinten sind irgendwelche tausend Anzeigen, die ich nicht lesen kann. Ich kann sie auch nicht lesen. Aber irgendwas ist denn? Millionen. Irgendwas mit Industrial Renovation oder so. Renovation. Es wird irgendwie renoviert. Ich glaube, wenn man da hinfliegen würde, dann könnte man das lesen. Ich glaube, dazu wollten sie halt schon fast zwingen. Uiuiui. Oh, Musik! Das
spooky, scary skeletons shivering down your spine. Alter, nee. Wie es auch einfach so eine lange Version ist. Muss mir die 10-Stunden-Version davor mal wieder antun. Oh mein Gott. Oh nee. Und das dann einfach mal aufnehmen. Oder ein Livestream davon machen, wie ich es mir die ganze Zeit angucke. Vielleicht krieg ich dafür ja Geld. Schön 10 Stunden oder 10 Stunden den Pedobär-Song. Ja. Was? Motzt sie? Ja. Was hat sie denn? Sie hat einfach rumgemotzt. Hier, komm mal auf die Uhr, wie spät das ist, Schnecke. Wir haben jetzt 5 vor halb. Ich meine, dafür, dass wir um 1 ungefähr. Yeah, yeah! Rave, rave! Oh, da geht voll die Party ab, was? Was macht der da hinten rechts? Und der eine ist voll besoffen da links. Also, ey, hier vorne macht die geilste Show. Immer. Guck dir mal, die da dreht, ey. Yeah, yeah! Ey, yeah. Geil. Kann ich nur husten, ey. Also, ich bin der da hinten am Fenster. Ja, ich bin der da auf dem Tisch liegt. Ja, ich hab das nicht. Ich würde das Saufen nicht überleben. Und Sabrina macht die Pirouette. Ja. Ja, das ist echt eine spannende Fahrt hier. So. Ja, ich bin auch sehr überzeugt davon gerade. Wenn wir jemals irgendwo ankommen? Ich weiß es nicht. Ich guck gerade Schucker tief in die Augen. Oh, es ist so romantastisch. Ah! Kommt man eigentlich irgendwann auch mal irgendwo an? Ja. Gut, Tatsache. Man kommt irgendwann irgendwo an. Das ist tatsächlich wahr. Ist ja nur mal so, es kann ja sein, dass es so eine Unendlich-Mod ist mit Zufallsgenerator. Nee, nee,